wenn Sie jetzt die Wüste sehen, es besteht ja aus Kies und Sand. Wie kann man aus diesem hier etwas Fruchtbares machen? Wenn man genauer hinsieht mit dem Mikroskop, gibt es hier Lebewesen. Die Wüste lebendig machen. Das ist eine uralte Metapher, von der schon die biblischen Vorväter im Alten Testament träumten. Auch der ägyptische Pharmakologe Ibrahim Aboulaysch hatte diese Vision. Er weiß, dass die Wüste nicht tot ist. Industrielle Landwirtschaft baut darauf, der Erde mit Hilfe von Chemie und Pestiziden rücksichtslos so viele Produkte zu entreißen, wie nur irgend möglich. Biologisch-dynamische Agrarkultur, so wie sie hier verstanden wird, will etwas anderes. Das biologisch-dynamische Prinzip baut auf die Symbiose zwischen allen Lebewesen, die es gibt. Bohnen, Tomaten, Orangen, alles in biologisch-dynamischer Qualität und geprüft nach den strengen Kriterien des Demeter-Verbandes werden hier verpackt. Alles Gemüse wird von Sekem auf eigenen Feldern produziert oder aus den 800 angegliederten Farmen angeliefert. Wir haben einen der größten biologisch-dynamischen Märkte außerhalb Europas, Amerikas und Japans in Ägypten entwickelt. Aus der fruchtbar gemachten Erde wuchsen aber nicht nur Pflanzen, sondern auch Ideen. Tausende von Arbeitsplätzen sind entstanden, eine Gemeinschaft ist gewachsen, Schulen und Krankenhäuser sind gebaut worden. Die Vision ist Wirklichkeit geworden und wächst mit der Realität einfach immer weiter. In der Sekem-Farm arbeiten überall deutschsprachige Europäer gemeinsam mit Ägyptern. Doch nirgendwo gibt es einen ausländischen Chef aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Das Prinzip lautet überall Kooperation. Die beste Investition ist die in den Menschen. Weil Ibrahim Aboulaysch dies von Anfang an erkannt hatte, wurde in der Sekem-Initiative kompromisslos auf Bildung gesetzt. Wir geben den Kindern die Hand als Zeichen des Respekts. Wenn wir ihnen in die Augen schauen, gibt es einen Kontakt zwischen uns und den Schülern. Und wir sind eins. Zur Sekem-Gemeinschaft, die rund 2000 Menschen Arbeit gibt und mit der im ganzen Land weitere 30.000 kooperieren, gehören Kindergärten, eine Poliklinik, Schulen, Einrichtungen zur Erwachsenenbildung und bald eine Universität. 2003 wird Ibrahim Aboulaysch in Stockholm dafür mit dem Right Livelihood Award, besser bekannt als der alternative Nobelpreis, ausgezeichnet. Also man muss auch sozusagen den Mut haben zu sagen, als Einzelner verändere ich die Welt. Und wie die Zukunft ausschaut, liegt bei mir, nicht bei irgendwelchen anderen Leuten. Ein Land zwischen vergangener Größe, verwirrender Gegenwart und ungewisser Zukunft. Der Visionär Aboulaysch setzt auf jedes einzelne Individuum. Wenn jeder über sich hinauswächst und seine Flügel entfaltet, entwickelt sich auch das ganze Land, glaubt er. Die jüngste Initiative von Ibrahim Aboulaysch ist der Aufbau einer Universität, in der das über 30 Jahre gewonnene Wissen an kommende Generationen weitergegeben werden soll. Ihr wisst, dass die ganze Welt sehr darunter leidet, dass die Hälfte der Menschheit, dass über 3 Milliarden Menschen in Armut leben und 380 Millionen Menschen hungern. Aber die neue Person in uns, das ist die Person, die Träume hat von einer besseren Zukunft für die gesamte Menschheit. Träume, die wahr werden sollen. Yeah, yeah, yeah.